Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und dabei handelt es sich so um den ISM in dem Fall, dem 8er Heavy Tank der Russen mit dem hinten liegenden Turm. Der Sheriff, Sheriffy, um ganz genau zu sein, spielt hier diese Runde für uns und er ist hier Top Tier. Das ist natürlich schon mal ideal. Ja, da macht es natürlich am meisten Spaß, als Top Tier durch die Gegend zu zuckeln. Jetzt gucken wir mal, wohin ihn sein Weg verschlägt, aber ziemlich wahrscheinlich erstmal so die klassische Position, nämlich hier durch die Mitte in die Stadt, schätze ich mal. Und genauso ist er auch unterwegs. Gerade so Stadtkarten können für den Panzer mit dem hinterliegenden Turm durchaus sehr spannend sein, gerade Sidescrapen, mit dem Turm hinten arbeiten und so, da kann der dementsprechend richtig, richtig Spaß machen. Jetzt gucken wir mal, wie hier die Runde so für ihn läuft. Jetzt hat er schon den WZ da gesehen, auf der Minimap gut aufgepasst, dass er sieht, oh ja, der Kamerad, der kommt da und zack, hat er schon die erste gefangen. So muttert. Und gleich nochmal eine. Also, das macht er schon sehr, sehr schön. Und, ja. Mal schauen, was er hier noch so reißen kann. Also, da der KV-4 und da kann er genauso arbeiten, wie ich es meine. Turm. Beziehungsweise Heck so ein bisschen hinten anstellen und dann so rausfahren, wie er es hier macht. Exakt so meinte ich das nämlich auch. Und jetzt guckt er mal wieder vor Richtung Panther. Und da findet er schon gegnerischen. Erst denkt sich, yo, Kamerad, dich hole ich mir jetzt. Da ist er auf jeden Fall sehr aggressiv. So diese Art des Rausfahrens, die ist tödlich für so einen Panzer. Denn den jetzt tracken, dann kann er nämlich mit seinem hinterliegenden Turm plötzlich nicht mehr arbeiten. Sondern nur noch der Gegner vorne aufs Laufrad gehen. Also da müsst ihr, wenn ihr den spielt, dementsprechend wirklich ein Augenmerk drauf haben. Denn das sind so die Situationen, wo es dann durchaus mal sich ganz schnell erledigen kann. Hier in dem Fall hat er Glück gehabt, dass er hier nicht gekettet worden ist, beziehungsweise er hätte zwar noch ein Rapid gehabt, aber sowas kann eben für so eine Art von Panzer durchaus sehr, sehr, sehr risikoreich sein. Oh, da hat er ein IS-3. Auch der bekommt sofort eine Begrüßungsstelle. Für den einen oder anderen, der den Panzer noch nicht kennt, normal 212 Schaden, 212 Durchschlag mit 390 Schaden, mit Premium 240 Durchschlag. Also gar nicht so dramatisch viel mehr. Aber hier in dem Fall denkt er sich, wisst ihr was, ich mache euch einfach alle platt. Er ist hier wahnsinnig aggressiv, also er ist definitiv nicht der, der jetzt hier abwartet und schaut, was der Gegner so macht, sondern er bestimmt das Game. Hat ihn auch schon den vierten Kill mittlerweile beschert. Also bis dato läuft es sehr gut für ihn. Und jetzt auch den fünften Kill schon mittlerweile. Da hat er einfach mal eiskalt den T25-2 weggemacht. Der KV-3, der wartet hier auch schon auf seine nächste Schelle. Bekommt er die auch sofort. Jetzt ist der zwar im Rückwärtsgang, aber er geht hier auch wieder sofort nach. Wie gesagt, er ist ja wahnsinnig aggressiv und hat es hier mal wieder gezeigt. Jetzt hat er da den Tiger 1 vor sich. Der Tiger 1 hat noch kein Augenmerk für ihn. Jetzt dreht er da den Turm auf ihn. Hat jetzt hier also schön auch den Abstand verringert. Ist draufgefahren, um hier den Abpraller zu bekommen und hat ihn dann auch dementsprechend forciert und jetzt nimmt er sogar noch den Tiger sein Türmchen raus. Schönes Munitionslager. Also aggressiv, à la Bonheur, mit 4.500 Damage zum jetzigen Zeitpunkt. Und sein 8er Kill, die Radley Walters, steht da fast schon bereit, aber nein. In dem Fall, der sei ihm nicht vergönnt. Aber ich kann euch versprechen, da kommen noch ein paar Kills.
Noch liegt sein Team sogar hinten. Ist zwar im Cap, aber ansonsten sind sie noch ein Panzer hinterhalb. Jetzt hier ein schlechter Roll auf die Arti. Leider nicht rausnehmen können, aber den nächsten Schuss will er auch nochmal auf die Arti erstmal rausbringen, weil er sich denkt, den Killshot, den hole ich mir jetzt sicher und mache auch meine Radley Walters. Der 9. Kill, also damit auf dem Weg Richtung Pool. SP, hier ja, hinter dem Truck noch. Naja, den Moskito-Stich, den stört ihn jetzt nicht wirklich. Und hier der T-54 Mod 1, der ist auf schnellstem Weg Richtung Panther. Der will nämlich noch unbedingt noch decappen scheinbar. Ja, der T-54, der will unbedingt den Panther haben. Der Rest ist ihm shit egal, sozusagen. Und hier jetzt auch noch den WZ. Mittlerweile sein 11. Kill. Also, fleißig ist er aber mal ohne Ende. So, und jetzt guckt er, wen er da als nächstes nimmt. Nimmt sich den SP vor. Den will er auf jeden Fall haben. Der SP, der denkt sich, oh nee, lass mich in Ruhe. Aber ist schon erledigt. Und jetzt liegt hier der 13. Kill noch fast am Start. Und zwar der T-54 und auch den macht er. Und damit, meine Damen und Herren, haben wir eine Runde gesehen mit 13 Kills der Pool. Und 6700 Schaden. Ich glaube, das war mal ein sehr schönes Replay of the Week, in dem er mit dem ESM mal alles weggesnackt hat, was ihn hier vors Rohr gekommen ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und auch einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin selber geile Runden. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.